Verwenden Sie dieses Mundwasser 30 Sekunden lang, um Zahnbelag auf natürliche Weise von Ihren Zähnen zu entfernen. Weiße Zähne machen Sie nicht nur selbstbewusster, sondern lassen Sie auch für andere jünger und attraktiv aussehen. Aber leider kann die Ansammlung von Zahnbelag auf Ihren Zähnen dazu führen, dass Sie gelb aussehen. Wenn Sie Zahnbelag entfernen und Ihre Zähne zu Hause auf natürliche Weise aufheben müssten, zeige ich Ihnen ein Rezept, das Ihren Zähnen überhaupt nicht schadet. Wenn Sie diese regelmäßig tun, verschwindet Zahnbelag und Ihre Zähne werden schnell heller. Die erste Zutat dieses Rezepts sind Nägel. Nägel werden seit Jahrhunderten als Heilmittel zur Linderung von Schadschmerzen verwendet und können auch helfen, Mikroben in Ihrem Mund zu bekämpfen, um die Bildung von Zahnbelag und Zahnstein zu verhindern. Außerdem können auch Nägel extrahierte Verbindungen das Wachstum von Bakterien stoppen, die Karies und Zahnfleischerkrankungen verursachen. Nägel helfen auch, Ihre Atem zu erfrischen und auf Ihre antibakteriellen Eigenschaften sind sehr hilfreich, um Mundgeruch loszuwerden. Geben Sie nun einen Teelöffel ganze Nägel in einen Topf. Die nächste Zutat ist Kurkuma-Pulver. Kurkuma-Pulver kann die Bildung von Zahnbelag im Mund wirksam bekämpfen. Es hat sich gezeigt, dass es die Gesamtzahl der Mikroben durch die Verwendung eines Kurkuma-Mundwassers reduziert. Aufgrund seiner entzündungshemmenden Wirkung kann das Spülen mit einem Kurkuma-Mundwasser oder das Auftragen von Kurkuma-Paste auf Ihr Zahnfleisch und Ihre Zähne helfen, Entzündungen zu reduzieren und so das Auftreten von Zahnfleischschmerzen, Zahnfleischerkrankungen, Entzündungen und sogar Karies zu verhindern. Eine weitere Verwendung von Kurkuma ist, dass es bei der Zahnaufhellung helfen kann, was aufgrund seiner sehr intensiven Farbe ziemlich überraschend ist. Bei regelmäßiger Anwendung kann das Gewürz Ihre Zähne auf natürliche Weise weißer und heller machen, indem es das Auftreten von Verfärbungen verringert. Nun einen Teelöffel Kurkuma-Pulver in den Topf geben. Eine Tasse Wasser hinzufügen. Den Topf auf den Herd stellen und zum Kochen bringen. Sobald es kocht, den Topf vom Herd nehmen. Decken Sie den Topf ab und lassen Sie ihn stehen, bis er vollständig abgekühlt ist. Danach die Flüssigkeit in eine Schüssel oder große Tasse abseihen. Nächstes müssen Sie ätherisches Pfefferminzöl zubereiten. Ätherisches Pfefferminzöl hat antibakterielle, antimikrobielle und antimykotische Eigenschaften, die helfen können, schlechte Mundbakterien zu entfernen, die Blachbildung, Karies, Mundgeruch und andere kleine Zahnprobleme verursachen. Das Spülen mit verdünntem ätherischem Pfefferminzöl kann Mundgeruch und schlechten Geschmack im Mund lösen. Sie müssen nur 4 Tropfen ätherisches Pfefferminzöl für das Rezept hinzufügen. Gut umrühren, um die Zutaten zu kombinieren. Ihr Mundwasser ist gebrauchsfertig. Gießen Sie es zur Aufbewahrung und zum täglichen Gebrauch in ein Glasgefäß oder eine Flasche.
den Mundwasser zu verwenden, nehmen Sie einen kleinen Schluck und spüren Sie es 20 bis 30 Sekunden lang in Ihrem Mund herum, dann ausspucken, nicht schlucken. Bewahren Sie als Mundwasser an einem dunklen Ort oder im Kühlschrank auf und verwenden Sie als 1 bis 2 Mal täglich.